Was bisher geschah? Früher haben wir Chorsiedlungen beschützt. Jetzt überfallen wir eine. Non-Cons begehen halt Überfälle. Lieutenant, Sie waren fleißig. Unser Dorf hat seit Wochen keinen Strom. Wir brauchen diesen Fabrikator. Der verfluchte Fabrikator interessiert mich nicht. Sie entführen meine Leute. Was ist passiert? Die kurze Version. Die Chor ist auf dem Weg. Ihr habt versprochen, dass ihr den Fabrikator steht, ohne Jin zu provozieren. Das hat nichts mit dem Fabrikator zu tun. Was habt ihr getan? Jin beschuldigt uns, wir würden ihre Leute entführen. Was auch immer das bedeutet. Bringt den Fabrikator zum Kraftwerk und installiert den Wechselrichter. Du weißt, dass Jin zurückkommt, oder? Wir müssen hier weg, sofort. Mom! Hey, Tür zu! Versteck dich und dann verschwinde! Hey, ihr wisst genauso gut wie ich, dass er uns helfen kann. Unser Dorf wurde angegriffen. Und meine Mutter wurde entführt. Entführt? Dad, du solltest dir das hier ansehen. Scheiße. Leute! Ich dachte, ihr lauft nicht vor der Chor davon. Ja, das entsprach nicht so ganz der Wahrheit. Wir müssen durch diese Festung zur verlassenen Osmium-Mine auf der anderen Seite. Weil die Chor da nach dem Krieg ein paar tausend Locust-Leichen verschüttet hat. Wenn euer Schwarm mit den Maden zu tun hat, finden wir es dort heraus. Wir entführen Menschen und benutzen sie. Und wenn wir nicht zurückholen können? Dann sind wir wohl auf uns allein gestellt. Scheiße. Das muss der Ort sein, wo diese Biester herkommen. Und wohin diese Häscher gehen? Mein Vater lebt. Und er ist da unten. James, in der Kapsel. Ich war in ihrem Netzwerk. Dieser ganze verdammte Schwarm. Hier ist alles verbunden. Die Locusts sind nicht tot, James. Kate, deine Mutter, sie lebt. Wo ist sie? Sie wird nicht wie die anderen behandelt. Keine Kapsel. Wenn ihr mich befreit, sterbe ich. Schon okay. Sie wollte, dass du sie bekommst. Die gehörte meiner Großmutter. Hab sie nie kennengelernt. Thank you.
Kate ist nicht bereit für das. Sie kann ja kaum die Augen aufhalten. Mach dir keine Sorgen. Sie schafft das. Okay. Wir sind fast bei Dads Koordinaten. Willkommen in Azura. Wann hast du das letzte Mal geschlafen? Gestern nachts. Bestimmt 8 oder 9 Minuten, ja. Albträume? Wird es je besser? Es wird erträglich. Alles klar, legen wir mal los. Kommt schon, wir müssen uns einhaken. Und wer springt zuerst? Definitiv nicht du! Dell, mir geht's gut, okay? Ja, ist schon klar. Oh, Scheiße. Danke, Dell. Sam, wir steigen aus. Verstanden. Wir warten hier oben auf euch. Wir sehen uns. Hey, Dave, kommst du? Alles klar, Zentrale. Wir gehen rein. Zentrale? Echt jetzt? Ich habe einen Namen. Zentrale. Regeln sind Regeln, Bear. Ich meine, Zentrale. Und wir brechen schon jetzt genug von Ihnen. Was Jin nicht weiß, macht sie nicht heiß. Das ist meine Entscheidung, okay? Wenn es der Ministerpräsidentin nicht passt, kann sie mich ja anschreien. Vermutlich wird sie das sowieso tun. Sag uns einfach, wohin, Zentrale. Ich werde mein Bestes geben. Aber denk dran, da war seit 20 Jahren niemand mehr drin. Ja, ganz offensichtlich. Ihr sollt kein Haus kaufen, sondern einen alten Prototyp des Hammers der Morgenröte starten. Und laut deinen Informationen ist eins der Silos noch intakt, oder? Ja, soweit wir das beurteilen können. Bringt Dave in einen Kontrollraum. Er regelt die Startsequenz. Dave, Licht. Denk daran, auf dieser Insel gibt es eine große Locust-Grabstätte. Wenn sie schlüpfen, wird uns der Schwarm überrennen. Das ist meine Art, zurück nach Azura zu kommen. Ja, aber wenn die Satelliten im Orbit sind, können wir dem Schwarm von dort aus einhalten. Hey, hey, komm zurück! Scheiße! Was zum Teufel? Wie durchsucht man einen Ort, der einstürzt? Schnell! Na los, über die Kante. Bells Plan, von hier einen Satelliten zu starten, das ist bescheuert. Bescheuerte Pläne sind irgendwie Bells Spezialität. Woher wusste Bert überhaupt, dass es hier einen Satelliten gibt? Von meinem Dad. Vor seinem Tod hat er Bert in ein paar Parcours-Geheimnisse eingeweiht. Davon gibt's auf dieser Insel eine Menge. Hier drüben. Könnte nützlich sein.
Tape, bring. Mit Leichen hätte ich nicht gerechnet. Nur eine Handvoll hat es lebend aus Azura geschafft. Impuls. Wir müssen da durch. Okay, los geht's. Bleibt stehen, da kommen noch mehr. Sende einen Impuls und dann sehen wir mal, was wir hier haben. Na, da sind sie. Wie willst du das machen? Ich kümmere mich darum. Okay, schalten wir sie auf! Geht in Deckung! Ausgeschaltet. Anhöhe links. Mehr Drohnen. Oh, nur noch einer ist da. Das waren alle. Dad, es ist bestätigt. Die Azura-Grabstätte ist aktiv. Scheiße. Okay, komm nur in der Luft. Sag Bescheid, wenn ihr Verstärkung braucht. Wir haben es vorerst im Griff, Delta Ende. Kommt schon, wir müssen eins der Silos finden, wenn der Schwarm sie nicht schon alle zerstört hat. Hey, ich denke, wir können hier runter. Mist. Nur leid. Tja, hey, diese Kopfschmerzen sind... Mir geht's gut, okay? Finden wir das Silo. Fürs Protokoll. Du siehst nicht gut aus. Gut. Zu viele aktive Schwärme. Hier sind überall Grabstätten geschlüpft. Ein Grund mehr, den Hammer online zu bringen. Hoffentlich sieht das aus. Zurück! Lass das! Impuls. Sie kommen aus dem Nest dort. Aus der Granate rein. Nest zerstört. Okay, alle erledigt.
Wartet mal. Dort, wir sind in einem Silo. Baird, wir haben eines der Silos gefunden. Aber es ist zerstört. Tja, da sind noch zwei. Eines funktioniert noch. Ich hoffe, du hast recht. Wir haben den Krieg schon einmal auf dieser Insel beendet. Mit dem Hammer-Satelliten schaffen wir das nochmal. Das ist der Plan, Kumpel. Zentrale Ende. Geradeaus geht's nicht. Wie groß ist diese Raketenbasis eigentlich? Finden wir's raus. Ihr geht nach rechts, Markus und ich nach links. Wir finden diese Silos. Klingt gut. Bleibt aber in Kontakt. Bist du dir sicher? Zwei Silos, zwei Wege. Hast du eine bessere Idee? Spring runter! Sieht aus wie eine Art Abluftschacht. Aber kommt er von einem Silo? Nur ein Weg, das rauszufinden. Klar, das waren alle. Jetzt sollten wir rausfinden, wie wir hier wegkommen. Dieses Schleusentor ist wohl der Weg hier raus. Dave, kannst du es öffnen? Mann, wisst ihr was? Wenn die das hier in einen Schwarmstoff verwandeln wollen, dann lasst sie doch. Eine Insel, hunderte Meilen von der Küste entfernt. Aha. Stellen wir sicher, dass das erst passiert, nachdem wir weg sind. Seht ihr, Dave versteht's. Okay, auf zum Silo. Und abwärts! So viel zum Thema Silo. Hier durch. Oh Mann, wir sind nicht allein. Ich sehe dich. Wir leisten von hier oben Unterstützung, wenn es brenzlig wird. Sag uns, auf wen wir zielen sollen. Ich habe mein Ziel. Das ist eine Granate rein!
Schießt auf die Drohne! Zielt auf die Drohne! Ausgeschaltet. Hey, Impuls. Vernichtet. Oben sind noch welche. Ihr zwei geht vor. Verstanden. Vorsicht, Schwarm. Impuls. Er ist tot! Zentrale, der Träger ist erledigt. Danke für die Hilfe. Dibis, einer sichert das Gebiet, einer kommt mit. Los jetzt! Verstanden. Nope, ist zu. Wir müssen sie irgendwie aufkriegen. Soweit ich weiß, öffnet er eine Tür. Er macht noch viel mehr als das. Naja, zumindest ist die Tür offen. Danke, Dave. Also, die Daten, die Dave runtergeladen hat. Da ist ein Riesenloch in der höchsten Sicherheitsstufe. Was hat das mit der Mission zu tun? Nichts. Aber jetzt muss ich es wissen. Was auch immer fehlt, wurde aus dem Netzwerk genommen. Wer ist denn dazu autorisiert? Damals nur der Kommandant der Einrichtung. Sucht sein Büro und seht euch um. Okay. Roger. Umgebung wird gescannt. Alte minderwertige Core-Technologie gefunden. Ach, komm schon. Das ist fies.
Scheiße, Cyan! DB, Feind ausschalten! Bestätigt, das Loch steht bevor. Verdammt, JD, wir haben unsere Verstärkung verloren! Das Büro des Kommandanten ist hier drüben. Die Tür ist versperrt. Nicht das Büro des Kommandanten. Lässt sich die Tür von innen öffnen. Lassen wir Dave reingehen. Dave, Impuls! Sucht nach einem Lüftungsschacht oder so. Er muss groß genug für Dave sein. Dave, durch die Lüftung. Sucht eine Möglichkeit, die Tür zu öffnen. Also, Bert will verschollene Daten. Wie sehen die denn aus? Nun, wenn sie aus dem Netzwerk genommen wurden, sind sie jetzt wohl auf einem externen Laufwerk. Sehr gut, Dave. Kommandanten, sehen wir uns um. Ein Safe, passender Ort für geheime Daten. Hey Zentrale, gute Neuigkeiten. Wir haben die Festplatte. Danke, Delta. Hey, wisst ihr, was toll wäre? Etwas Unterstützung. Was? Wo bist du? Das Silo. Wir haben es gefunden. Und sie überrennen uns. Oh, Scheiße, wir sind auf dem Weg. Scheiße, das war kein Witz. Dann lassen wir euch mal 5 Minuten allein. Ja, recht zum Totlachen. Helft uns einfach, sie loszuwerden. Neutralisiert. Du bist Geschichte. Kontrollraum ist sicher. Schön, dass ihr auch mal vorbeikommt. Ach, kein Problem. Ist die Rakete intakt? Das ist er. Das glaubst du da nicht. Gut.
Findet einfach einen Port, in den sich Dave einklinken kann. Wenn er passt, leitet er den Start ein. Es gehört ganz dir. Zentrale, ihr seid drin. Beginnt mit der Startsequenz. Erste Stufe unter Druck. Start eingeleitet. Delta, wir haben ein Problem. Die Luke des Silos, sie klemmt. Ja, natürlich. Schien mir auch alles zu einfach. Baird, Optionen. Raus da! Die Schutztüren halten keiner explodierenden Rakete stand. Alles klar, dann raus. Los! Keine Hydraulikenergie aktiv. Nein! Wir öffnen diese Luke. Was? Kleiner, hör auf deinen alten Herrn. Ihr müsst da raus. Wir sind hier, um das durchzuziehen. Also ziehen wir es durch. Zum Test eingeleitet. Dave, komm mit! Zündung Triebwerk 1. Gott verdammt! Dave! Mann, ich muss endlich aufhören, dir nachzulaufen. Viel Glück damit. Öffnen wir diese Luke. Und was jetzt? Keine Ahnung. Es muss oben einen Überbrückungsschalter geben. Kämpfen wir uns nach oben. Wir müssen über diesen Abgrund. Dave, lass die Plattform runter. Nein, ist es nicht. Ist noch ein Abgrund. Fahr sie runter, Dave. Gib mal an deine Rakete. Normalerweise 4. Oh, komm schon. Ja, verdammt. Verdammt, sie ist blockiert. Außenrum, los jetzt. Sam, du kannst uns abholen.